Ja, die Schweiz wäre ohne ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht, was sie ist, nämlich ein starkes, kulturell vielfältiges, wirtschaftlich erfolgreiches und gesellschaftlich tolerantes Land. Sie haben die Schweiz deshalb so mitgeprägt, weil Sie gekommen sind, um zu bleiben. Wie dies der SIG-Präsident kürzlich treffend formulierte. Kommen und bleiben, das ist ein hoher Anspruch. Bleiben bedeutet sich einbringen. Bleiben heißt Position zu beziehen, sich Diskussionen zu stellen und sich damit auch angreifbar zu machen. Bleiben bedeutet vor allem auch, Verantwortung zu übernehmen. Dass das nicht immer einfach gewesen ist und auch heute nicht immer einfach ist, liegt auf der Hand. Dieser Wille zu einer Integration, welche die Werte unseres Landes fraglos lebt, ohne dabei die eigene religiöse und kulturelle Identität aufzugeben, dieser Wille verdient große Anerkennung. Das Nudelwasser kocht, sehe ich mich auf einem Podium. Unsere heutige Frage, meine Damen und Herren, widmet sich dem Thema, weshalb gibt man den Juden alles und uns nichts? Weshalb weigern sie sich, unsere Feste mitzufeiern, bereichern sich aber genauso an den Nikolaustüten, die gratis und franko verteilt werden? Weil Jan Simcher gewinnt. Der Schabbos ist Sendlinge von ganz Karl ein Jan Menuche. Weil Jan Simcher gewinnt. Der Schabbos ist Sendlinge von ganz Karl ein Jan Menuche. Ein Franco oder ein Franco 20 pro Stück. Die Geschichte der Schweizer Juden seit der Gleichstellung ist vor allem eine Erfolgsgeschichte. Und wenn wir heute 150 Jahre Gleichberechtigung der Juden in der Schweiz feiern, blicken wir auf über 5 Generationen zurück, welche die Entwicklung dieses Landes stark mitgeprägt haben. Wir sind allesamt Schweizerinnen und Schweizer auf Augenhöhe mit allen anderen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes und haben gleichzeitig unsere jüdischen Traditionen und Eigenheiten bewahrt. Die Schweizer Juden sind heute ein sehr gut integrierter Teil der Schweizer Bevölkerung. Und sie tragen wesentlich zum wissenschaftlichen, industriellen, gewerblichen Leben in diesem Land bei und damit zum Erfolg, wo die Schweiz im 21. Jahrhundert weiter auf einem guten Pfad sein will. 1866 ist die Verfassung angepasst worden und damit ist Gleichberechtigung entstanden. Und der Bundesrat tut das würdigen. Und darum ist der Bundespräsident heute oben da. Ich habe in meinem Freundeskreis ein paar ganz wichtige Unternehmerpersönlichkeiten, die zu dieser Gemeinschaft gehören, die sich einbringen, die mithelfen, das Land gestalten, die mithelfen, das Land entwickeln, die mithelfen, in diesem Land meine Zielsetzung verfolgen, die ganz simpel ist. Soll jeder Perspektive haben, soll jeder Job haben. Die Schweizer Juden haben heute eine Stellung in der Gesellschaft wie alle anderen Schweizer Bürger auch. Teilhabend, voller Verantwortung, an dieser Gesellschaft weiterzuarbeiten. Die Schweizer Juden sind auch stolz, dass sie in diesem Land leben dürfen. Das Bewusstsein ist da, dass das nicht selbstverständlich ist. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles wieder ein bisschen ins Rutschen kommt, wenn man an die Weltpolitik denkt. Dazu gehört auch, dass man stolz ist, einen Beitrag zu leisten. Und das ist ja eigentlich auch das, was die Erfolgsgeschichte sein sollte, dass man sich gemeinsam für die Gesellschaft von der Zukunft zusammenfindet und den Reichtum findet und nicht nur auf den Unterschied als negativ, sondern auf den Unterschied als bereichernd anschaut. Mit beitragen, dass die Gesellschaft
offen und korrekt funktioniert, dass die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger allemal. Und auch dafür gebührt einen Dank. Es ist eine sehr gut integrierte Minderheit, die einfach zeigt, dass man auf der einen Seite eine eigene Identität hat und trotzdem aber eigentlich voll auch am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, beruflichen Leben teilnimmt. Die drei Landeskirchen haben mit der jüdischen Gemeinde hier in Bern eine sehr gute Zusammenarbeit. Die Vielfalt der Juden und des Judentums in der Schweiz findet in der vorliegenden Ausstellung ihren Ausdruck. Es ist Alltag, was auf den Porträts vermittelt wird. Gewöhnlicher Schweizer Alltag. Und genau das macht diese Ausstellung so ungewöhnlich. Hinter den Bildern, die hier hängen, steht eine 150-jährige Geschichte. Wie tief diese Geschichte inzwischen in der Mitte des Landes angekommen ist, dafür steht die Selbstverständlichkeit der Bilder. Il n'y a pas une seule façon d'être juif. Il n'y a pas d'homogénéité dans la communauté juive, et le parcours de vie de quelques personnes sélectionnées pour cette exposition le montre bien. Il y a une identité propre à chaque personne, mais il n'y a qu'une citoyenneté et des mêmes droits. Vous avez une grande expérience dans ces luttes contre la discrimination et la lutte pour vos droits. Et ce n'est jamais fini pour vous, nous l'avons vu par exemple encore en France l'année dernière. Bien sûr, il y a d'autres communautés qui sont stigmatisées dans le monde, mais aussi en Suisse, pour leur appartenance religieuse. Et les mêmes questions se reposent. Peut-on être musulman et suisse? Or, on le voit bien, de par votre passé et de par le présent d'autres communautés, la réalité suisse est une réalité qui bouge, qui n'est pas figée. Il n'y a pas une façon d'être suisse. La religion ne définit pas une citoyenneté. La religion devrait être remise là où est sa place, comme vecteur de paix. Die Vergangenheit war bei jedem Menschen irgendwo präsent und man hat auch überall gespürt, dass ein Gemeinschaftsgedanke da ist. Wenn ich denke, wenn man so hört und liest, wie es vor 150 Jahren war und wo wir heute stehen, wie wir heute angesehen sind, dann tut das gut.